So, wunderschönen guten Morgen. Die Uhr wurde umgestellt. Es ist jetzt 7.10 Uhr, das heißt eigentlich wäre es 6.10 Uhr, aber ja, Uhr wurde umgestellt. Falls ihr euch wundert, dass da hinten immer noch ein Happy Birthday hängt. Ja, meine Tochter, die hatte Geburtstag und ich habe ihr versprochen, wir lassen das so lange hängen, bis sie ihren Geburtstag feiern darf. Okay, so. Ich würde heute gerne wieder Tabata machen. Gestern war die Petra dran mit Mobilisation oder Faszientraining. Und Tabata haben wir erst einmal und zweimal mit mir Mobilisation. Und darum dachte ich, heute wieder ein bisschen Tabata. So, ich habe ein kleines Hockerchen dabei. Braucht ihr nicht zwingend, könnt ihr nehmen, müsst ihr nicht. Wir machen wieder eine Kraftübung, eine Ausdauerübung im Wechsel. 4 oder 5 Einheiten schauen wir mal und dann, ja, einfach viel Spaß. Wir wärmen uns ein bisschen auf. So, stellt euch einfach nochmal hin. Beine ein bisschen in die Grätsche. Die Hände nach hinten. Zieht die Schultern, Ellenbogen hoch und schiebt sie weit weg. Hochziehen und wegschieben. Hochziehen. Und wegschieben. Einmal von hinten hochziehen und wegschieben. Hochziehen und wegschieben. Hochziehen und wegschieben. Hochziehen und wegschieben. Wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief. Schulter kreisen. Jawohl. Super. Krach, krach. Wunderbar. Ein bisschen im Wechsel. Genau. Und die Arme ein bisschen lockern. Die Handgelenke ein bisschen bewegen. Die braucht man nämlich jetzt gleich. Arme ausschütteln, Hände ausschütteln, ganz locker, ein bisschen nach vorne, nach hinten schwingen, genau, Beine ein bisschen lockern, Knie ein bisschen hochziehen, genau, zack, 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 okay, so, ein bisschen auseinander. Aber nochmal nach vorne runterhängen lassen und hochziehen. Rücken gerade, runter und hochziehen. Rücken gerade, runter und hochziehen. Zack. Zack. Und ein bisschen schneller. Sehr schön. Okay, so, wir bleiben hier. Wir gehen auf die Matte, falls ihr eine habt. Ansonsten legt ihr euch einfach eine Decke oder was hin. So, ihr seht schon, der Hund spitzt hier rein. Und zwar stützt ihr euch bitte auf die Hände. Macht eine gerade Linie. Augen nach vorne. Wir machen wieder 45-15. Sind nicht ganz, aber vielleicht so, jawohl. So, wir gehen einmal rechter Arm, linkes Bein hoch. Einmal linker Arm, rechtes Bein. Rechter Arm, linkes Bein. Und im Wechsel. Meine Matte rutscht weg. Zack. Ups. Zack. 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 Ups. Das passt aber wirklich. Mach's lieber ohne Matte.
durchatmen. Jetzt nehme ich meinen Hocker mit. So, dann haben wir hier. Und wir springen einfach die Füße auf den Boden. Das ist auch schon. So. Oh Gott. Früh. 6 Uhr. Auf dem Boden. Das ist wieder mein Problem. Mein Hund, der möchte gerne mitmachen. Au! Okay, du stehst vor meiner Uhr. Weg mit dir. So. Okay. Und einmal hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Also unter erschwerten Bedingungen. Aber geh weg. Hilfe. Ihr könnt das hoffentlich ohne Hindernis machen. Ich leider nicht. Aber gestern wurde ich angeschrieben, mein Hund wurde vermisst, nicht ich. Okay, ich habe jetzt meinen Hund auf den Hocker und los geht's. Heute funktioniert es irgendwie nicht so wirklich mit meinem Hund. Aber egal, ich ziehe das jetzt durch. So, die nächste Runde. Wir legen uns auf den Bauch. Ganz schlecht. So. Wir haben jetzt eh ein bisschen Pause. So, auf den Bauch liegen, Beine anwinkeln, Arme anwinkeln. Und jetzt versucht ihr, die Beine und die Arme, Oberkörper so ein bisschen anheben und senken, okay? So, bleibt jetzt. Drei, zwei, eins. Und los geht's. Hoch und tief. 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 Ich weiß, du hast mich lieb, ich dich auch. Hoch und tief. 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 Hoch. Hoch und tief, hoch und tief. Super, gleich haben wir es. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir gehen nach oben. So, brauche ich hier ein bisschen Platz. Matte muss weg, sonst rutsche ich aus. So. Okay. Und wir ziehen einfach unsere Knie hoch.
45 Sekunden lang. Zack, zack. 1, 2. 1, 2. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich schwitze schon. Ich hoffe, ihr auch. Ihr könnt natürlich die Übungen variieren. Ihr müsst nicht joggen. Ihr könnt auch sowas machen. Ja? Wie es für euch okay ist. Laufen, joggen. Macht das, wie es für euch passt. Aber bewegt euch. Okay. Und wir gehen wieder auf den Boden. So, legt euch wieder auf den Bauch. Gleiche Übung wie eben, ihr kennt sie. Arme, Beine anheben. Und los geht's. Hoch und tief. Hoch und tief, 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 hoch und tief. Er sieht das Spiel an, es ist wirklich Training, heute wirklich unter sehr erschwerten Umständen. Wenn das so weitergeht, muss ich leider doch das nächste Mal wegschwören. Aber so geht das nicht. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Okay, und wir kommen wieder nach oben. Matte wieder ein bisschen weg, sonst rutsch ich aus. Okay. 4, 3, 2 und los geht's. Denkt sich auch, ich laufe an der Stelle. Was denn das? Normal, wenn ich laufe, dann bewegen wir uns fort. Aber naja, müssen wir beide durch. Oder noch mehr. Okay. Zweite Runde hätten wir. So. Erstmal gerade, dann gehen wir in den Ausfallschritt tief und ziehen das Knie hoch. Okay? 3, 2, 1 und los geht's. Tief und hoch. 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 Tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Super. Ich schwitze. Ich hoffe, ihr macht mit und schwitzt genauso. Hey. Super. Gleich haben wir es. Überdenkt dran, welches Bein ihr jetzt habt. Weil das gleiche nehmen wir dann nochmal. Okay, bisschen lockern. Dann bocken wir mal weg. Wir machen als nächstes ein paar tiefe Sprünge. Okay, 45 Sekunden lang. Ab jetzt. Zack, 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 zack. Super. Jawohl. Sekunden.
gleiche Bein, wie wir eben hatten. Ja? Noch einmal die gleiche Übung. Stellt euch bereit. 3, 2, 1 und los geht's. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Sehr schön. Super. Jawohl. Noch 15. Jawohl. Durchhalten. Gleich haben wir's. Gleich, gleich, gleich. Okay, locker. Tief durchatmen. Beine lockern. Auch hier noch einmal tiefe Sprünge. Und zack, 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 zack. Sehr schön. Unterschied von hier zum Studio ist, ihr seid da dabei, motiviert auch mich, und zum anderen haben wir dort einen gefederten Boden. Da sind solche Sprünge wesentlich angenehmer als hier auf diesem harten, ja drunter wohl betonierten Boden. Aber egal, wir schaffen das gemeinsam. Together strong. So, huiuiui. Jetzt kommt die andere Seite dran. Das heißt, linkes Bein oder euer anderes Bein, je nachdem welches ihr hattet, geht zurück und hoch. Ja, wieder 45, 15. Und als Ausdauer springen wir rechts, links. Okay? So, wir warten noch 15 Sekunden. Holla die Waldfee. Ich hätte dann noch mal Durst und Hunger. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Okay. 3, 2, 1 und tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Auf geht's. Könnt ihr mich mal anlächeln? Ja, danke. Ich spür's, wie ihr lacht und wie mir der Schweiß in die Augen rennt. Tief, hoppla, und hoch. Ich habe auch irgendwie früh um, ja eigentlich 6 Uhr wäre es ja jetzt, noch nicht so das Gleichgewichtsgefühl. Ihr? Boah, okay, ihr macht es wahrscheinlich jetzt nicht früh um 6 bzw. 7. Okay, locken. Hey. Holla, holla. So, wir springen von rechts nach links. 3, 2, 1 und los geht's. Zack, zack, zack. Wie gesagt, wenn ihr sagt, nee, ist mir zu anstrengend, der macht einfach so ein bisschen Step-Touch mit Lunges oder sowas, dass ihr nicht springen müsst. Alles okay. Hauptsache, wir bewegen uns. Tap, 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 tap. Ich freue mich, wenn ihr wieder alle dabei seid. Egal. Ziehen wir durch. Für alle. Okay. So. Ei, ei, ei. Okay. Linkes Bein oder gleiches Bein. Geht.
tief und hoch, 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 tief, auf geht's. Nach 15 Uhr, hier ist rutschig, 15 Sekunden, dann haben wir es. 4, 3, 2, 1. Okay, lockern. So, noch einmal springen. Okay, und los geht's. Sorry an alle die, die jetzt meinen Hund ein bisschen vermissen, aber ihr habt gesehen, heute war das nicht möglich. Irgendwie verstehe ich das von Tag zu Tag mehr als Spiel. Vielleicht gehe ich ihm auch gerade auf den Sack, weil ich jeden Tag da bin. Keine Ahnung. Morgen oder übermorgen versuchen wir es nochmal mit Hund. Mal schauen. Okay. Bisschen lockern. So, wir machen noch ein bisschen Bauchtraining. Dazu legt euch wieder auf den Rücken. Die Hände hinter dem Kopf. Auf zur Decke. Bauch reinziehen. Versucht bitte nur eure Fersen aufzustellen. Nicht den ganzen Fuß, nur die Fersen. Popo anspannen. Augen zur Decke. Und mit dem Ausatmen hochziehen. Ellbogen bleiben schön außen, die Augen zur Decke. Dann könnt ihr mal variieren, rechtes Bein wegstrecken. Zieh den linken Ellbogen zum rechten Knie. Das gleiche zur anderen Seite. Jetzt nochmal aufstellen und wieder gerade hoch. Und dann können wir nochmal nach rechts und nach links. Wie ihr Lust und Laune habt, danach vielleicht noch ein bisschen dehnen, okay? Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr wieder mitgemacht habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald in meinem Studio in Waldbrüllbrunn wieder. Und bis dahin, bleibt gesund!